Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und das ist wieder das Minecraft-Entdecker-Abenteuer. Und wie versprochen, wir begeben uns jetzt aus dem Crimson Forest hinaus. Nein, nicht in diese Richtung, sondern in diese Richtung. Und zwar in das Soul Sand Valley. Ja, und da hinten lungern schon die ersten Gefahren rum, denn es wird hier eine Menge Skelette geben. Ja, es gibt große Skelettknochen und es gibt diese kleinen Skelettdudes, zu denen wir nicht gescheit hinkommen, weil hier alles verlangsamt ist. Aber, haha, zack, wir sind wehrhaft. Wenn der nicht wegläuft, zack, haben wir schon mal einen. So, und wir haben hier verschiedene Materialien. Wie ihr sehen könnt, wir haben hier einmal diesen... Das ist soweit, ich weiß, wir müssen irgendwas rausschmeißen, sonst kann ich euch das nicht zeigen. So, wir haben hier einmal den Seelensand und dann haben wir Soul Soil. Und das Schöne am Soul Soil ist, das kann ich euch jetzt hoffentlich noch, kann ich euch das zeigen? Ja, ich kann euch das zeigen. Das Schöne an dem Soul Soil ist, also Seelensand brennt nicht, Soul Soil brennt. Und zwar brennt das blau. Und das finde ich ziemlich eine schöne Sache. Selbe Animation wie bei Orange, nur blau, finde ich aber echt ansprechend. Da hinten sieht man es schon, finde ich echt gut, finde ich gut gelungen. Genau, also das war jetzt hier bloß eine kleine Ecke, aber was wir machen, wir nehmen uns hier die Knochenblöcke mit. Wir müssen wieder irgendwas rausschmeißen. Ich mag das überhaupt nicht, Sachen rauszuschmeißen. Wir schmeißen nicht raus, wir bauen raus. So, ja, wir schnappen uns hier die Knochen. Oh, ich hoffe, ihr könnt den Sound hören, das hört sich ein bisschen an wie Ton. Tuck, 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 tuck. Die finde ich gut, die nehmen wir mit. Bei Knochenmehl, da können wir uns eine Menge Zeug draus machen. Jetzt haben wir die Frage, kann man Knochenmehl hier auf den Soul Soil anwenden? Nö. Und auf Soul Sand? Nö. Und auf dem Boden hier? Auch nicht. Also schade, dieses Zeug hier... Ah, okay, ich kann hier mit dem Knochenmehl kann ich hier den Boden verbessern. Aber ich kann nichts oben drauf pflanzen. Also außer Pilze natürlich, das wissen wir ja. Aber die Dinger kann ich anscheinend nicht pflanzen. Das finde ich schade. Die muss ich halt hier abernten und dann kann ich sie irgendwo wieder hinbauen. So, wir sammeln hier die Knochen ein. Und wenn wir das geschafft haben, dann marschieren wir weiter. Weil ich glaube, dass das Biom in eine andere Richtung noch weitergeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier alles war. Ich habe da irgendwann mal schon was entdeckt, als ich hier so rumgestreunert bin. Ja, manchmal streunere ich euch auch ohne euch. So ist das. Sonst könnte ich mich knie mir hier gar nicht aus. Also ich muss sagen, Soul Soil finde ich eine feine Sache. Finde ich eine gute Idee. Da kann man sich ja, also da kann man echt mega coole Sachen mitmachen. Also gerade auch für Tempel und was weiß ich, dann blaue Feuer einzurichten. Ne? Finde ich eine schöne Sache. So, man kommt hier nicht so schnell voran. Das ist ein bisschen nervig. Aber ich meine, da muss man sich dran gewöhnen. Hilft ja nichts. So, wo ist eigentlich meine Suppe? Da. Tagebuch wieder nach oben. Oh, wir haben auch gar nicht Tagebuch gelesen, meine Freunde. Wir sollten mit dem Tagebuch eigentlich immer anfangen. Ich vergesse das immer. So. Und zwar heute. Tag. Oh, zu weit. Tag oder Nacht 4. Liebes Tagebuch, langsam verliere ich jegliches Zeitgefühl. Hier unten weiß man nie, ob es Tag oder Nacht ist. Immerhin war es jetzt mal zur Abwechslung blau. Und nicht rot. Mal schauen, was uns heute erwartet. Richtig. Und das, was uns heute erwartet, das möchte ich euch jetzt dann gleich zeigen. Wir schauen jetzt erstmal noch, ob wir einen größeren Bereich von diesem Soul Sand Valley finden. Da hinten schaut es doch so aus, als würde das Ganze noch weitergehen. Ja, wunderbar. Da sehe ich auch schon Knochenblöcke und Basalt, wenn ich mich nicht täusche. Basalt, sehr schön. Und hier spawnen auch eine Menge Ghasts, habe ich mir sagen lassen. Das heißt, das wird auch nochmal spannend. Wir müssen eventuell dann schnell sein und jetzt... Bewegung, Bewegung, Bewegung. Daneben. Und das ist, wo wir so langsam sind. Ja, ich möchte den eigentlich bekämpfen. Habe ich den angeschaut? Ja, ist irgendwo unterstellen. Unterstellen, 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 da unter. Uiuiui, meine Freunde, schaut mal, wie knapp das war, ihr Lieben. Uiuiui, das war knapp. Wir haben noch ein bisschen Herz. Aber nicht viel. Da schaut man einmal so einen Dude an. Habt ihr gemerkt, ich konnte nicht mehr reden. Ich war so konzentriert. Einmal den falschen Dude angeschaut und schon ist man fast dahin. Komm wieder zurück. Huiuiuiui. Huiuiuiui. So, wir müssen auf alle Fälle was essen. Ich habe hier nur schnell unsere Knochenblöcke genommen zum Einbauen. So. Machen hier eins auf Nummer sicher. Kleines Häuschen. Ja, man muss ja immer schauen, wo man bleibt. Ne? Deswegen... Haben wir jetzt hier ein kleines Häuschen. So. So, so. Wir haben sogar eine Tür dabei.
mal eben kurz ein bisschen gemütliche Sicherheit, ne? Das muss auch mal sein dürfen. Ah, da hängt so eine. Zip. So. Puh. Einmal durchgeatmet, fast draufgegangen. Gut, kein Problem. Wir essen ein Süppchen. Das kriegen wir alles wieder in den Griff. Dann machen wir uns gleich eine neue Suppe. Ja. Perfekt. Wir kriegen das wieder in den Griff. So, schauen wir mal raus. Der Gast schwirrt da noch rum. Der hat uns erstmal ein bisschen in die enge Bedrängnis gebracht hier. Ach, alles gut. Alles gut. So. Ja, wir wollen da eigentlich reinspazieren. Haben aber nicht wirklich, habt ihr das gesehen? Das finde ich so schön. Das wollte ich euch eigentlich mal zeigen. Und zwar, wenn wir nämlich im... Ja, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Basalt wollen wir unbedingt abbauen. Ich mag Basalt. Wir schauen dich nicht an, Enderman, weil ich weiß schon, du bist da recht empfindlich. Und wenn wir keinen Unterstellschlupf haben, dann kann es für uns relativ schnell tödlich enden. So wie fast gerade eben. Das war schon echt eine knappe Geschichte. Wir haben noch genug Pilze. Wir können... Naja, mit drei Herzen. Wir riskieren es aber mal. Ach, wir haben genug Essen, bevor wir draufgehen, ne? So, wir essen uns lieber ganz satt. Machen uns noch ein Süppchen hier. So. Und dann ist alles gut. Ich höre schon wieder so ein Enderman um mich herum kreuchen und fleuchen. So. Was ich euch zeigen wollte. Und zwar das Wechsel zwischen den Biomen. Seht ihr das? Wir befinden uns jetzt in einem Soul Sand, im Soul Sand Valley. Jetzt ist die Hintergrundfarbe blau. Gehst du weg von mir? Die Hintergrundfarbe ist blau. Sobald ich jetzt hier rausgehe und ich betrete das rote Biom hier. Zack. Ist die Hintergrundfarbe rot. Jetzt ist die Frage, ist es zu einem normalen? Ja, das ist ein kleiner Unterschied. Seht ihr das? Wenn ich hier auf dem normalen Nether-Biom bin, wir können ja hier mal spicken, das ist nämlich das Nether Wastes. Wastes, also halt wahrscheinlich normales Nether, ne? Haben wir das rot? Zack, das Rot hat sich leicht verändert und wir sind jetzt im Crimson Forest. Crimson Forest? Das stimmt aber nicht ganz. Ist der auch Crimson Forest? Ah, okay. Ich dachte, dass nur der blaue Crimson Forest heißt und der rote irgendwie anders. Dann heißen beide Crimson Forest. Interessant. Dann gibt es einen blauen und einen roten Crimson Forest. Jetzt sind wir nämlich im Soul Sand Valley. Dann haben wir dieses Blau. Und wenn wir jetzt in diesen blauen Bereich gehen. Komm. Wir müssen aus dem Soul Sand Valley raus. Überall Soul Sand. Wir müssen da hinten ins Blaue rein. Und dann schauen wir uns den Hintergrund nämlich nochmal an. Dann ändert er hier zu einem starken Lila. Seht ihr das? Sind wir jetzt auch wieder im Crimson Forest? Warped Forest. Ah, okay, der blaue heißt Warped Forest und der rote heißt Crimson Forest. Da hast du wieder was gelernt. So. Okay, jetzt gehen wir aber ins Soul Sand Valley. Wir wollten ja mutig sein. Haben wir genug Baublöcke dabei? Wir können uns ein Holzhütchen bauen. Warum denn nicht? Holzhütchen? Bauen wir uns ein Holzhütchen oder bauen wir uns ein... Ja, wir bauen uns ein Holzhütchen. So, mutig voran oder ein Basalthütchen. So. Bum, 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 bum. Also hier kann man echt nicht flüchten. Wenn man hier mal angegriffen wird, dann ist man echt im Eimer. Deswegen müssen wir uns dann einfach was einen Unterschlupf bauen können. Deswegen packe ich jetzt mal die Basaltblöcke mit ein. So. Schon Basalt hier, oder? Was schmeißen wir raus, den Quatsch hier? Ja, ich finde Basalt schaut echt schön aus. Oh, wir brauchen eine neue Spitzhacke. Noch haben wir Spitzhacken. Wir brauchen ein bisschen den abzubauen. Wir sollten uns wirklich überlegen, ob wir nicht doch eine Eisenspitzhacke einfach machen. Entweder eine Eisenspitzhacke, ja, oder halt. Wir müssen einfach nochmal die Festung da vorne müssten wir noch ausräumen. Das sollten wir wahrscheinlich einfach tun. Könnte ich auch einfach ohne euch machen. Mal ein bisschen Festung ausräumen. Ah, ich nehme euch so gerne mit. Machen wir vielleicht danach. Jetzt haben wir Soul Sand Valley. Und dann haben wir mal die Hauptbiome alle abgeklappert, oder? Noch Biome, die ich vergessen habe, schreibt es mir in die Kommentare, welche Biome es alle gibt und ob wir schon alle erwischt haben. Ich denke, wir haben schon alle essentiellen Biome abgeklappert. Wenn es noch irgendwas gibt, das wir noch unbedingt abklappern müssen, dann sagt mir da Bescheid. Dann machen wir das natürlich. Wir finden das alles. So, und sonst gehen wir einfach nochmal eine Festung rein und schauen, dass wir unsere Materialien bekommen, die wir auch brauchen. So, jetzt schleichen wir uns hier mal ganz gemütlich durch diesen wunderbaren Soul Sand, durch dieses wunderbare Soul Sand Valley und schauen, wo wir dabei rauskommen. Spawnen wahrscheinlich gleich eine Menge Skelette um uns rum. Die Süppchen nehmen wir mit. So. Wunderbar. Feuer, alles brennt hier. Uiuiuiuiui. Da wollen wir jetzt gar nicht runter unbedingt. Ich höre einen Geist. Wir müssen noch die Errungenschaft Return to Sender abschließen. Kennt ihr die? Die Errungenschaft Return to Sender ist, wenn man den Feuerball eines Gasts reflektiert und zurückschießt. Oh, wir stehen hier recht exponiert, ne?
Da hinten ist einer. Da sind zwei. Ja, ich sehe schon im Soul Sand Valley, da gibt es die Dinger Omas. Jetzt, da kommt einer her. Schaffen wir das? Komm schon. So, nun haben wir ein Schild. Uiuiui. Ich weiß gar nicht, wo wir hier hin. Es ist ein schönes Panorama, wenn wir das mal so anschauen. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo wir hinmarschieren sollen, ne? Schauen wir mal, ob wir mit was baut man das hier ab? Baut man das am besten mit einer Schaufel ab oder mit einer Spitzhacke? Ich glaube, die Spitzhacke ist ein bisschen schneller, ne? Bremst uns Soul Soil auch nicht, gell? Nur Soul Sand bremst uns ein. Ist ja schon mal gut zu wissen. Ich sage, wir bauen jetzt hier so einen kleinen exponierten Unterschlupf. Unser Basalt hat leider nicht ganz gereicht. Ich hatte gehofft, dass wir so eine komplette Basalthülle kriegen, weil ich verspreche mir von dem Basalt, dass der gut diese Sprengung von dem Gas abhält. Aber es ist ein Anfang, wir haben einen netten Holzboden drin, wir haben schon mal eine Werkbank, eine Truhe. Und wir müssen halt einfach nochmal Basalt holen. Wenn ich mir hier rausspicke, ist schon eine Menge los. Wir bauen uns da am besten irgendwie oben noch was drauf, dass wir dann da immer raufklettern können und von oben ins Gas bekämpfen können. Aber wir haben jetzt hier mal eine kleine Basis. Hier können wir auch die wichtigsten Sachen reinpacken, die wir schon mal nicht verlieren wollen. Das wäre mir schon mal ganz wichtig, dass wir unsere Wertsachen hier reinpacken, falls wir draufgehen. Und dann können wir vielleicht in der nächsten Episode, können wir dann so einen kleinen Gasjagd starten. Diese Halunken hier. Jetzt können wir gleich mal testen, ob unser Basalt hält. Schießt der überhaupt nicht? Sag mal, ist hier das Feuer ausgegangen? Hallo, hier unten. Guck. Hey, Flauschi-Bauschi. Komm. Flauschi-Bauschi? Kommen wir hier irgendwie an Schnüre ran? Auch nicht wirklich, ne? Wir wollen ja einen Bogen, dann können wir die wenigstens mal beschießen von hier unten. Und müssen nicht immer nur zuschauen. Flauschi-Bauschi. Hallo. Der mag uns nicht. Dann gehen wir rein. Wir brauchen eh eine Tür. Wir bauen uns mal eine Tür. So. Jetzt haben wir schon mal eine Tür. Und ich möchte dann noch eine Leiter aufs Dach. Das müssen wir noch irgendwie hinbekommen, dass wir aufs Dach raufkommen. Aber ich würde gerne noch mal Basalt dafür einsammeln. Vielleicht können wir uns auch einen Pilz vor die Tür stellen. Oh Mann, machen wir doch glatt. Oh Mann, schaut doch ganz nett aus. Wir würden gerne hier hinten einen Pilz pflanzen. Uiuiui. Ah! Frechdachs. Feuer! Ah, komm schon. Ich bin echt zu dumm, diese Dinger zurückzuschlagen. Da brauchen wir echt noch ein bisschen Übung. Und Soul Soil hält also unseres Gesprenge schon mal nicht aus. Das müssen wir noch durch Basalt ersetzen. Also wir müssen echt noch mehr Basalt sammeln gehen. Weil ich glaube, Basalt hält uns da halbwegs sicher. Okay, wir können noch ein paar Suppen kochen im Zweifel. Ich wollte den Pilz pflanzen. Der Gast bringt uns völlig raus aus dem Plan. So, schleichen wir uns nochmal raus hier. Wir pflanzen ihn jetzt trotzdem. Da gibt es echt eine Menge von den Dingern, ne? Die treiben hier richtig ihr Unwesen. So, und. Ja, da brauchen wir mehr. Nur dann? Vielleicht wachsen die ja gar nicht in dem Dings. Aber wir haben genug Knochen. Knochen gibt es hier einfach genug. Deswegen gibt es auch genug Knochenmehl. Yay, wir haben hier einen. Wir erobern das Biom zurück. Deckung. Dass die so rumballern müssen. Es sind schon wieder von mehreren Seiten welche da. Und wir brauchen echt eine Basalthütte. Das geht so nicht. Jetzt sind wir ständig am Renovieren. Okay. Das wäre doch mal Ziel für die nächste Episode. Ziel für die nächste Episode, eine Basalthütte fertig bauen. Weil wenn die hier oben einmal das Dach wegschießen, dann gute Nacht. Naja, wir haben auf alle Fälle hier schon mal einen halbwegs sicheren Unterschlupf gefunden. Wir brauchen noch Licht. Wieso habe ich denn kein Licht eingebaut? Wo bauen wir denn das hin? Eigentlich in die Wand, ne? Oder in den Boden. Den Boden könnte man jetzt bauen. So. Und jetzt haben wir auch Licht. Shroomlights sind einfach klasse Lichtquellen. Okay, ihr Lieben. So. Ja, was soll ich noch groß sagen? Nächstes Mal schauen wir, dass wir eine Basalthütte hier reinzimmern und dass wir dann den ganzen Gas den Kampf ansagen können. Gut, damit würde ich sagen, macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Fitzeich!